Ach ja, Glück auf, Freunde. Willkommen zurück zu Total War, wo wir erst einmal gucken müssen, wo wir aktuell überhaupt stehen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wohin bin ich mit euch, Billigtrupp, unterwegs, wenn ich das mal fragen darf? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich gehe davon aus, wir wollten hierhin. Aktuell ist das zumindest das Einzige, was ich irgendwie ansatzweise auch kapieren würde. London. Gib mich mal Städte-Menü. Fortbildung. Ausbildungsliste hinzugefügt werden, weil das Geld nicht ausreicht. Aha. Fortbildung verfügbare Einheiten. Rekrutierungskosten 290. Ja, das ist doch aber Rekrutierungszeug. Weil Fortbildung, das ist doch, glaube ich, irgendwas auch mit Heilung, oder nicht? Aber eigentlich haben wir das gar nicht nötig. Hier ist doch alles fertig. Man bräuchte mal irgendeine Einheit, die von der Sorte ist, um das Ganze mal zu testen. Haben wir da irgendwen, der Verwundete hat? Die hier schicken wir ja allgemein gerade in die Richtung, aber Verletzte haben wir gerade keine. Hier oben wird noch fleißig gekämpft. Gut, da müssen wir damit halt erstmal abwarten. Hier haben wir auch schon ordentliche Truppen wieder drinne. Und hier ist es vor allem halt so, dass hier wirklich viele, viele sind, aber ich kann hier gar nichts fortbilden. Weil hier nichts im Bau ist, das uns auch nur ansatzweise helfen könnte. Von daher, was ist mit dir? Es ist mir eine Ehre, Herr. Unser Diplomat kommt auch nicht weiter. Gut, da müssen wir tatsächlich die Runde erstmal beenden, denke ich. Es gibt für uns gerade nichts zu tun. Neue Mission. Verstärkt die Religion. Aha, 5 Runden Adelsrat. Ziel, Nottingham. Die Region liegt an der Grenze zu unseren Feinden, doch sie ist gering besetzt. Hä, ach, ich soll das auch noch klauen oder was? Ach so, ich soll das hier verstärken. Ja, meine Fresse. Bleibt doch mal gechillt, das wird schon noch. Ja. So, vorwärts. Es ist mir eine Ehre, euch was dich angeht, vorwärts. Natürlich. Oh, was haben wir denn hier? Mein Herr? Rebellenschiffe? Flottenzusammenschluss. Ja. Ob wir das hinkriegen, dann mal gucken. Bereitmachen zum Entern und Angreifen, Männer. Oh. Diese Schriftrolle zeigt den Ausgang der Schlacht und ein paar grundlegende Statistiken. Aha. Nähere Informationen über das Kampfergebnis bekommt ihr, wenn ihr auf den Button Schlachtstatistikmenü. Diese Schriftrolle enthält eine nach Einheiten gegliederte Übersicht über die Leistung eurer Armee in der Schlacht, die gesammelte Erfahrung und die Gefangenen. Nicht schlecht, also zumindest haben wir den Rebellen schon mal die Fresse poliert. Wir haben gewonnen. Weiteres Merkmal erlangt. Wer, wann, wo? Dieser Mann hat seine Kommandofähigkeit auf See gesteigert. Plus 1 Kommando auf See. Admiral Gilles. Fähiger Seemann, wer ist denn das? Mein Herr? Na gut, dann bist du jetzt eben Knorke. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Egal, können wir hier irgendwas. Wir können mit dem Schiff an sich nichts weiter tun, außer später Kapitän, übersetzen. Die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Natürlich kann die das, wenn der Onkel Peter sagt, die kann da, dann kann die das. Wie lange dauert das denn noch? 3 Runden bis zur Kapitulation, ich fasse es doch nicht. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Naja, gut. Was haben wir hier zu tun? Das sind Franzosen, gegen die habe ich gerade nichts. Wie sieht es denn hier aus mit Rekrutierung? Als ob ich hier einen Haufen Bauern ausbilden könnte. Die sind natürlich billig, ne? Sehr billig sogar. Aber was will ich denn mit Bauern in der Armee? Mal ganz ehrlich. Nee, komm. Kannst mich mal. Können wir nicht was Ordentliches bauen zur Rekrutierung irgendwie? Haben wir alle nicht genug Geld für? Zu euren Diensten. 13 Gulden pro Runde, das klingt gut.
Muss ich echt immer auf dich klicken, um das rauszukriegen, oder was? Bringt auch 13 Gulden die Runde. Na gut, der ist beschäftigt. Hier habe ich nicht mehr zu tun aktuell. Außer, dass ich hier eventuell rekrutieren könnte. Was ich nicht kann, weil York ein kleines, billiges Dorf ist. Eure Befehle? Ja! Männer! Schicken wir euch halt mal nach York. Ah nee, halt, stopp! Ich bin Idiot! Es ging doch um Nottingham, nicht um York! Oh nee, ich bin echt... Das fällt mir jetzt im letzten Moment auf, wisst ihr? Können wir hier wenigstens ein paar Bauern reinklöppeln? Ich bin so ein Held. Eure Befehle? Man kann es einfach nicht anders sagen. Schicke ich euch mal rüber. Meine Phrase. So, hier wird auch weiter gekämpft. Da können wir jetzt noch mal gucken, ob wir nicht mit unserem Typus hier irgendwo hin können, wo es spannend ist. Aber natürlich, mein Herr. Da man hier, das ist ja immer noch alles das. Wir können es ja noch mal probieren. Mit Ihrem Repräsentanten reden. Gibt es etwas zu besprechen? Heiliges Römisches Reich, neutral empfangen. Wir probieren es mal nochmal. Nein, das wird nicht passieren. Ich hoffe jetzt etwas Nützliches. Vergiss die Idee. Du bist ein Arschloch, ich mag euch nicht. So. Ja, mein Herr? Los, wir hauen ab. Wo wollen wir denn hin? In welche Richtung? Ich glaube in die, ne? Ah, ne, hier wollen wir hin. Gut. Sofort. Gehen wir eben ein Stück nach hier und da bleibst du dann, euren Göttes. Meine Güte. Ja. So weit, so gut. Schwupp, schwupp, schwupp. Gibt's hier was Wichtiges? Rundenübersicht braucht kein Mensch. Produktionsstopp, wo, warum? Eure Bauleiste macht keine Fortschritte, da es euch an Mitteln fehlt. Den Bau haben wir abgeschlossen, Rekrutierungsbericht haben wir gekriegt. Hier läuft es immer noch zwei Runden, bis es endlich mal rund geht. Geld haben wir aktuell nicht besonders viel. Flämische Rebellen. Ah, das sieht natürlich auch gut besetzt aus hier, ne? Ich meine, wir haben viele Schützen, damit lässt sich schon gut arbeiten. Es ist riskant, aber im Krieg muss viel gewagt werden. Euch zu dienen, Herr. Ja, eure Befehle? Sehr viel muss im Krieg gewagt werden, also vorwärts. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Und hier kann ich ansonsten jetzt auch nichts weiter tun. Gut, da gehen wir auch direkt schon wieder zurück zu unserem Diplomaten. Stehe zu Diensten. Aber natürlich, mein Herr. Morgen der auch nicht besonders gut vorankommt, weiter. Aber was soll's. Ich will nach Italien. Ich will zum Päpst. Was sagen denn die Finanzen allgemein? Aha, minus 70 geplanter Gewinn. Das sind bestimmt wieder diese scheiß Sold-Sachen, ne? 1000 Sold Armeeunterhalt. 5400. Ach. Dass Armeen aber auch immer so teuer sein müssen. Ich weiß doch auch nicht, wie ich an Kohle komme. Aber ich habe eh bald weniger Truppen, weil ich gehe davon aus, dass hier die Rebellen vielleicht rauskommen. Hier unten werden sie auf jeden Fall rauskommen. Also da kann ich mich schon mal auf einen Kampf gefasst machen, denke ich. Das wird nicht so einfach abgehen. So, was haben wir denn? Rundenbericht braucht kein Mensch. Neues Familienmitglied. Oh, wen haben wir denn gekriegt? Überall im Königreich haben Feierlichkeiten über die Kunde der königlichen Geburt begonnen. Mit dem Anwachsen der herrschenden Familie wächst auch die Grundlage für eine Dynastie, die Jahrhunderte überdauern wird. Schön, schön. Rekrutierungsbericht, da haben wir. Hier sind die ersten Bauern wieder vor Ort. Oh, hier haben wir natürlich auch eine stolze Armee schon drin. Hey, was ist mit euch los? Was bedeutet denn das Schild? Ja! Dass man die fortbilden kann, oder was? Ach so, wahrscheinlich, wenn man Leute jetzt heilen will, eine kaputte Dingensbummens, dann schiebt man die einfach mit hier rein, kann das? Kostet allerdings eine Kleinigkeit, wie man sieht.
Beschreibung Fähigkeiten auf einen Blick. Durch die Fortbildung werden auch Waffen und Rüstung verbessert, wenn in der Siedlung ein Schmied, Rüstungsschmied oder eine Gießerei vorhanden sind. Aha. Und wo steht, was ich schon hab? Ach, hier. Rodung Schmied habe ich. Rathaus habe ich. Kornmarkt habe ich. Na gut, das ist ja alles ganz interessant. Ich würde das gerne mal testen. Anhand einer Stadtmiliztruppe. So, und dann würde ich gerne weiter gucken. Ich würde gerne Soldaten abziehen. Eure Befehle? Wir nehmen euch. Dürfte eigentlich auch locker genügen. Und schicken euch an Bord unseres Schiffes. Euch zu dienen, und euch schon mal hier hoch. Natürlich. Mein Herr? Ja, Kapitän. So, und jetzt sind wir nämlich erstmal heftigst verstärkt worden hier an der Grenze. Und schnappen uns Brügge. Auf in die Schlacht! Über welchen Fluss diese Brügge wohl führt? Aha, 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 aha. Schlag zu, mein Freund. Zonk. Jetzt gibt's hier nämlich aufs Maul. Ja, mein König. Belagere den Feind. Eure Armee hat 197 Baupunkte. Aber eigentlich will ich die gar nicht offen belagern aktuell. Mir wäre es viel lieber, wenn die irgendwann rauskommen. Also, schön belagern, mein Freund. Kriegst du gebacken. Ich glaube an dich. Mein König. Wir schicken euch schon mal in die Richtung. Wir brauchen in Nottingham noch mehr Leute. Wir nicht weiter, mein König. Wie sieht's hier aus? Noch eine Runde, dann müsste hier ja eigentlich bald vorbei sein, das ganze Übel. Gut, was machst du? Es ist mir eine Ehre. Kleiner Henkelkopf. Sofort. Arbeitest dich wohl durch morgen die Berge hier. Die Reise weiter. Wo muss ich denn lang? Morgen da muss ich lang. Reise gut. Weiter. Jo, da sind wir schon wieder fertig mit der Runde. Na sowas. Oh, 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 oh. Die kommen freiwillig direkt raus. Nicht schlecht. Ach du Scheiße, wieso hatten wir so viele Männer? So viele gute vor allem, wie es aussieht. Na was soll's, Schlacht auf Schlacht, Schlachtkarte austragen. Wir haben viele Schützen, das ist es, was für mich gerade zählt. Wir ballern die zusammen, bevor sie irgendwas machen können. So einfach ist das. Also ladet die gewaltige Schlacht. Na, das ist doch schön. Na, es läuft gut. Ich nehme die mal zuerst. Die schicken nämlich gerade ihre ganze Armee raus. Ich habe das Gefühl, die Rebellen sind ein bisschen kopflos. Kann das? Aktuell kriegen die von uns ganz schön auf die Fresse. Oh, jetzt schicken sie aber ihre Schützen doch vor. Passt mal auf, wie assi ich bin. Okay, das wollen sie nicht. Könnt zurückkommen, die haben keine Lust. Ich brauch's auch ehrlich gesagt gar nicht. Hier fliegen so viele Pfeile von mir rum. Ich baller die doch vom Feinsten zusammen hier. Hier 0% bei mir, beim Feinsten schon fast 10% weg. Wen haben wir hier? Das sind Schützen. Da können wir euch eigentlich noch schnell in die Seite reinfallen, von der Seite aus. Während die Schützen sich wieder neu formieren. Das sieht ganz gut aus. Jetzt werden wir natürlich notgedrungen ein bisschen Schaden bekommen, aber was soll's.
Ich denke, wir sind ganz gut dabei aktuell. Hier hinten sind bestimmt elende Schützen, ne? Ja, dachte ich mir. Ich kann auch gerade nicht viel machen. Außer, dass ich versuche, meinen Kommandanten hier hinter zu kriegen vielleicht. Das wäre ganz nützlich. Dann können wir die hier erstmal nochmal angreifen. Bei der Gnade Gottes! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Sehr gut. Ohne ihn werden seine Truppen den Kampfeswillen verlieren. Na, wo wollen die Schützen jetzt hin? Meine Freunde. Habt Angst, dass ich euch ein bisschen ins Maul pulliere, oder was? Und jetzt alle vor, wir machen den Sack endgültig zu. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Okay, und ihr kümmert euch mal weiter um die hier. Gegnerischer General tot. Was wollen wir denn mehr? Kommt ihr mal zurück? Derweil schnapp ich mir die verbliebenen Schützen. Und lass die mal schnell hier in Reihe gehen. Vielleicht können wir ja von hier aus hier voll reinfeuern. Auf die, die fliehen, dass wir da nochmal ordentlich Schaden fabrizieren. Oh je, Mini, haben die hier gerade eine meiner Truppe vernichtet? Kann das? Fände ich jetzt aber überhaupt nicht gut. Kommt, schütze uns. Die Feinde haben die Mauern. Kümmert euch um die Verteidigung. Sonst ist alles verloren. Keine Angst, meine Schützen sind vor Ort. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Und wir blockieren hier gleich mal die Ausgänge. Die brauchen gar nicht erst versuchen, hier rauszukommen. Alles, was hier rauskommt, wird gekillt, Freunde. Ihr braucht gar nicht erst versuchen, hier reinzukommen. So, Schützen, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Nehmt die restlichen Gegner mal bitte schön auseinander. Jeder, der hier rauskommt, kriegt direkt eine Salve ab. Das könnt ihr vergessen. Ihr seid am Ende, Freunde. Hier fliegen wieder Pfeile. Ich muss eigentlich nichts weiter tun, als jetzt abwarten. Meine Bogenschützen machen das gerade. Aktuell muss ich nicht groß vorrücken. Wie viel haben wir denn schon? 91% der Feinde sind weg. Versuchen wir euch mal hierhin zu buxieren. Euch buxieren wir mal hier hin. Wieso wollten ihr nicht? Ihr müsst da hin. Los geht's.
Und viel kann ich von hier aus trotzdem nicht tun. Aber gut, schicken wir mal unsere Einheit vor. So ganz langsam. So, kümmert euch mal. Aber es läuft doch trotzdem ganz hübsch. Gefällt mir. Wir kommen nur leider nicht hier rein wegen diesem scheiß Tor. So, jetzt aber schnell hier. Wir müssen mal ein bisschen Eroberungszug hier machen. Seht! Sehr gut! Der Feind davon rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Tja, Freunde, ich würde sagen, damit haben wir diese Schlacht gewonnen und das ist auch ein passender Moment, um das Video für heute zu beenden. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.